freue mich sehr herzlich, die zwei Herren zu begrüßen vom Hardware Prototype Fund. Viel Spaß beim jetzigen Talk. Ja, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt jetzt nochmal, bevor das Ganze hier zu Ende geht. Und ja, also letztendlich kann man sagen, das Jahr endet mit einem Anfang, zumindest für uns. Auf den werden wir jetzt eingehen. Genau, vielen Dank an das X-Sign und alle Beteiligten für diesen coolen Congress, diesen coolen Stream, also mega fett. Hier nochmal, uns wurde gerade gesagt, jeder hat da über 30 Stunden da reingesteckt dieses Jahr, also echt krass, vielen Dank. Genau, also ihr habt eingeschaltet, weil ihr euch für Open Hardware interessiert. Deswegen sind die Punkte, die wir jetzt behandeln werden, auch relativ übersichtlich. Wir wollen einmal ein bisschen was über uns sagen, beziehungsweise unsere Perspektive auf Open Hardware hier einbringen, weil wir eben der Meinung sind, dass wenn es um einen Prototype Fund Hardware geht, überhaupt um das Thema Open Source Hardware, dass es auch total wichtig ist, mit welchen Motivationen man da so dran ist. Deswegen gehen wir kurz da eben auf unsere ein. Dann nennen wir so ein paar Aspekte, warum wir der Meinung sind, dass jetzt gerade eine gute Zeit ist für Open Hardware. Und dann nicht zuletzt natürlich sprechen wir über die Rahmenbedingungen beziehungsweise eben das, was wir aktuell zu dem Programm sagen können. Jo, vielleicht erst kurz zu uns beiden gleichzeitig. Ich meine, viele von euch wissen das sicherlich, die Open Knowledge Foundation ist ja bekannter in diesen Bereichen hier. Also die Open Knowledge Foundation, dafür arbeiten wir beide jeweils. Wir verfolgen das Ziel mit dieser Organisation, uns für mehr Partizipation in der Gesellschaft einzusetzen, jetzt mal so ganz pathetisch gesagt, durch das Öffnen von Wissen in verschiedenen Bereichen und eben dem Zugang zu Technologie, das auch durch Bildung, das ist dann zum Beispiel Jugendhakt, Informationsfreiheit, fragt den Staat und eben der Prototype Fund für Software, wenn es um Technologie geht. Und da wollen wir jetzt eben auch den Prototype Fund für Hardware einreihen. Genau, vielleicht kurz so zu meinem Hintergrund oder wie ich, aus welcher Perspektive ich auf das Thema Open Hardware schaue. Ich bin jetzt, glaube ich, bald seit ungefähr 5 Jahren bei der Open Knowledge Foundation, habe damals angefangen mit einem Projekt, das heißt EduLabs. Und da ging es um die Frage, wie muss eigentlich heute Bildung aussehen in einer von durch Technik durchdrungenen Gesellschaft? Wie muss sich Bildung verändern und wie verändert sich Bildung dadurch? Und vor allem auch, welche Kompetenzen werden benötigt? Ja, und was da immer wieder natürlich auch ein Problem war, ist, dass die Infrastruktur, mit denen wir im Bildungssystem so arbeiten, oft halt einfach alles andere als offen ist und gar nicht die Möglichkeit gibt, so in Technik hineinzublicken und von und mit ihr zu lernen, wie es eigentlich nötig ist. Das heißt, Open Hardware ist da eben ein total wichtiger Aspekt und deswegen das ist ein Blickwinkel. Ein anderer ist, ich bin schon seit geraumer Zeit auch handwerklich immer aktiv gewesen, vor allem halt eben mit Elektrotechnik und so weiter. Und deswegen ist die Werkstatt so mein Ding gewesen. Und offene Werkstätten, Fab Labs, Hackerspaces haben mich dann gefunden sozusagen. Und dann habe ich auch damit dazu beigetragen, das Fab Lab in Cottbus mitzugründen. Und ja, wenn es um Open Hardware geht, geht es immer um Infrastrukturen auch oder wenn es um Hardware insgesamt geht natürlich. Man braucht Maschinen, man braucht Werkzeuge und deswegen sind geteilte Infrastrukturen bei Open Hardware natürlich ein total wichtiges Feld und deswegen engagiere ich mich auch im Verbund offener Werkstätten im Vorstand schon seit einiger Zeit. Das ist das deutschlandweite Netzwerk von offenen Werkstätten, also letztendlich von Hackerspaces, Fab Labs und so weiter, die vor allem technische Infrastrukturen haben und die an der Breite irgendwie zur Verfügung stellen wollen. Genau, ich werde jetzt gleich auch durch den Vortrag weiterführen, aber bevor wir dann später bei den Fragen wieder zusammenkommen, würde ich Daniel noch das Wort geben, denn wir sind ja hier zu zweit. Hallo, ja, ich bin Daniel Wesolek.
Ich mag auch Open Hardware. Und zwar habe ich auch schon 2007 mal mit Hannes Waldschütz zusammen in Shanghai einen Toy-Step-Sequencer gebaut und irgendwie beschäftigt mich das Thema seitdem und jetzt in den letzten Jahren auch mehr in so einem institutionellen Kontext. Zum Beispiel beim Projekt Carables, da gab es auch einen Talk jetzt hier auf dem Kongress und auch die letzten Jahre, da haben wir Co-Design-Prozesse gemacht mit Leuten mit Behinderungen und verschiedene Lösungen entwickelt und das war ziemlich gut und da ist auch die Open Health Academy entstanden, was so ein Format ist, was wir da gestartet haben. Das andere Horizon 2020-Projekt, in dem ich auch gerade noch dabei bin, ist Open Next. Da geht es eher ein bisschen um die Frage, okay, wie können Firmen, kleine mittelständische Unternehmen dazu gebracht werden, dass sie Open Hardware wirklich längerfristig auch entwickeln können und das ist da der Fokus. Leute, Firmen mit der Community zusammenzubringen, um Open Hardware weiterzubringen. Ja, wir haben bei der CT, falls jemand noch CT kaufen will, einen Open Source Hardware Artikel veröffentlicht. Das ist noch 3 Tage oder 2 Tage im Kiosk, also ja, falls es jemand interessiert. Weiter geht's mit dir. Jo, genau, die CT, das ist die Zeitschrift meiner Jugend, würde ich mal so sagen. Ja, also man hat jetzt hier schon so ein bisschen rausgehört, Open Hardware ist immer auch irgendwo Teil von Visionen und aus unserer Sicht eben vor allem Teil einer zukunftsfähigen Gesellschaft, wenn wir damit halt vor allem auch natürlich so ökologische Aspekte ansehen, ressourcenschonendes Wirtschaften, dezentrale Strukturen, und natürlich Transparenz. Denn wenn wir nämlich so auf die, weiß nicht, Anfang der 20er Jahre hinschauen, wo man zum Teil ja schon noch Technik bekommen hat mit den Bauplänen dazu, mit Stromlaufplänen und so weiter, dann hat sich ja einiges verändert seitdem. Die Geräte sind immer mehr zugenagelt worden, verklebt worden. Und ja, deswegen ist eigentlich Open Hardware ein total notwendiger Gegentrend zum Verschließungstrend, sage ich jetzt mal so plakativ. Wir alle wissen, dass das Recht auf Reparatur eigentlich ein total, ja, schon fast ein Grundrecht sein sollte. Aber ja, unserer Ansicht nach ist es eigentlich eher eine Minimalforderung, wenn wir uns das ganze Thema anschauen. Denn eigentlich geht es ja da darum, dass wir überhaupt Technik auseinandernehmen können, also dass es quasi möglich ist, die aufzuschrauben und dass es irgendwelche Ersatzteile gibt. Und ja, wenn wir auf das Recht auf Reparatur schauen und wenn es in der aktuellen Konsequenz so durchgesetzt werden würde, dann würde es am Ende in erster Linie um den Austausch von Modulen gehen. Und ja, das ist eine Minimalforderung, die ist total wichtig, aber wir müssen da viel weiter greifen und deswegen ist Open Hardware hier ein total wichtiger Aspekt. Dass das auch auf, sag ich mal, einen politischen Nährboden gerade fällt und dass es da durchaus Möglichkeiten gibt, das Thema anzubringen, sehen wir im Koalitionsvertrag. Da wird davon gesprochen, dass Nachhaltigkeit bei Design zum Standard bei Produkten gemacht werden soll. Jetzt kann man streiten, wo Nachhaltigkeit anfängt, wo sie aufhört, aber unserer Auffassung nach kann echte Nachhaltigkeit gar nicht gelingen ohne Open Hardware, also ohne die Möglichkeit sozusagen dezentral an den Gewerken, an den Technologien arbeiten zu können, die Reparatur zu gewährleisten und Ersatzteilfertigung zu gewährleisten oder auch eben die Weiterentwicklung eben von verschiedenen Technologien. Um welche es jetzt in unserem Fall geht, da gehen wir später nochmal kurz drauf ein. Dann hat die EU-Kommission neulich einen Auftrag gegebene Studie veröffentlicht, wo sie Open Source Hardware gar als The Next Revolution betiteln. Ja, also wir sehen hier ist ein Nährboden. Wir sehen das als eine Aufforderung, eine Arbeitsaufforderung und freuen uns, dass jetzt der Prototype Fund Hardware genau in so eine Zeit läuft, wo wir denken, dass es halt eben durchaus Möglichkeiten gibt, hier auch weitere Schritte zu tun und die seit wirklich jetzt einiger Zeit
bestehende Entwicklung in dem Bereich mal nochmal ein bisschen zu bekräftigen. Genau, deswegen der Prototype Fund Hardware. Dazu werden wir jetzt ein paar Wörtchen sagen, was es damit genau auf sich hat. Erstmal ist er natürlich verknüpft in einer bestimmten Art und Weise mit dem Prototype Fund für Software. Da gab es ja immer wieder Bewerbungen auch aus dem Hardware-Bereich, die leider eben deswegen nicht zugelassen werden konnten. Denn auch wenn Open Source natürlich Software und Hardware ideell ganz, ganz ähnlich sind, gibt es, wenn es um das Praktische geht, ganz viele Unterschiede. Und die sind zum Teil sehr mit sehr großen Herausforderungen verbunden, die zum Teil gleich auch nochmal durchleuchten. Genau, deswegen kann man das als hier auf jeden Fall als zwei unterschiedliche Projekte, die aber sehr eng miteinander verknüpft sind, betrachten. Also wir tauschen uns da sehr stark miteinander aus. So, was ist jetzt erstmal die Möglichkeiten von der ersten Runde, die wir eben ab dem 15. April starten werden? Wir können 6 Projekte fördern mit jeweils 9.500 Euro. Und das Schöne ist, dass es Auftragsvergaben sind, die als Produkt eine Dokumentation haben sollen. Das heißt, es gibt einen sehr großen Freiheitsgrad dann bei der Umsetzung und sehr, sehr wenig Bürokratie, was wir da total toll finden, dass das so einfach möglich ist in diesem Fall. Und genau, bis zum 15. Juni werdet ihr Zeit haben, euch zu bewerben und dann 6 Monate, um das Projekt umzusetzen. Open Hardware ist ja erstmal sehr breit, wenn man so will. Und wir haben auch den gleichen Fokus wie der Prototype Fund für Software. Wir wollen uns auch auf Public Interest Tech bzw. Civic Tech fokussieren. Und jetzt habt ihr hier diesen, sag ich mal, diese Behelfsformulierung Public Interest Hardware. Darauf werde ich gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Aber es geht auf jeden Fall um Technologien von der Zivilgesellschaft für die Zivilgesellschaft, um Technologien, die in irgendeiner Art und Weise im öffentlichen Interesse stehen. Dann ist natürlich totaler Fokus auf der Dokumentation, ist ja eben schon durchgeklungen, aber hat den Hintergrund, dass Open Hardware eigentlich erst dann wirklich vorhanden ist, wenn die Dokumentation halt wirklich gut ist. Also eigentlich ist Open Hardware Dokumentation, muss man sagen. Natürlich geht es auch um Open Design und darum, einen Gegenstand so zu schaffen, dass er auch veränderbar ist. Aber die Dokumentation macht ihn wirklich erst zu diesem offenen Technologiegegenstand. Und was wir auch in den Fokus nehmen, sind offene Werkstätten. Das heißt, jedes Projekt sollte in irgendeiner Art und Weise an oder um einen Hackerspace, ein FabLab verortet sein. Also dort im Idealfall auch umgesetzt werden. Und das hat den Hintergrund, dass, wie gesagt, Technik immer auch Infrastruktur braucht und wir gerne wollen, dass diese offenen Infrastrukturen gefördert werden und dass die Projekte da auch ein Zuhause finden und vielleicht dann auch längerfristig da weiterentwickelt werden. Ja, wir haben, wie ihr schon gesehen habt, hier schon schickes Design. Es gibt ja diese Wortpaare, die werden hier immer mal wieder reinfliegen. Blackbox beziehungsweise Unboxing Blackboxes, das ist ja auch ein, sag ich mal, Slogan von Open Hardware, wenn man so möchte. Genau. Ja, das Projekt, so wie es gerade ist, ist Teil eines Forschungsprojektes. Das nennt sich MoFab, mobile Fab Labs, also die erste Runde jetzt sozusagen. Wir haben die Chance, den Prototype Fund für Hardware innerhalb dieses Projektes zu starten und zu erproben. Wir haben in dem Forschungsprojekt 3 Fragestellungen. Die erste ist, inwieweit ist Open Source Hardware Teil einer Vision für den ländlich geprägten Raum? Und wie lassen sich BürgerInnen dafür begeistern, also für diese Vision? Und ja, was bedeutet jetzt Vision? Das ist natürlich sowas wie Circular Economy, das regionale Wirtschaften und das Bezogensein auf Technologie. Und die Frage eben, welche zivilgesellschaftlich orientierten Hardware-Projekte lassen sich dann daraus, können daraus entstehen. Da kommt dann der Prototype Fund ins Spiel. Der Prototype Fund ist quasi angesiedelt dadurch auf 2 Ebenen, auf der lokalen Ebene. Und darauf fokussieren sich insbesondere diese 3 Fragestellungen.
und auf die bundesweite Ebene. Und das läuft dann das läuft folgendermaßen ab. Wir arbeiten mit Partnern zusammen. Das sind insbesondere mobile, offene Werkstätten wie das Fettmobil, das viele ja sicherlich kennen, was insbesondere in Sachsen unterwegs ist. Wir haben zwei mobile Fablabs von Wissenschaftsladen Potsdam und von der AWO Brandenburg Süd. Und wir arbeiten zusammen mit der Universität Potsdam, die hier die wissenschaftliche Begleitung macht. Und vom Ablauf her ist es so, dass wir eben ganz viel mit unseren Partnern in der Region Südbrandenburg machen und der Prototype Fund sozusagen wie eine Art Spiegel ist, wie erfolgreich letztendlich dann die Arbeit da unten ist. Das heißt, jeder und jede kann sich bundesweit darauf bewerben und wir schauen dann halt, welche Bewerbungen kamen von da unten, welche Qualität hatten die, mit welchen Ideen ist man in dieses Programm hineingegangen. Das ist so der Hintergrund. Aber wir möchten natürlich langfristig an dem Vorhaben arbeiten und deswegen haben wir darüber hinausgehende Ziele. Wir möchten eben Rahmenbedingungen entwickeln, um Open Hardware langfristig zu fördern, weil wir das eben, wie schon gesagt, als einen total wichtigen Aspekt aktuell sehen. Wir möchten 6 gute Beispiele finden, Open Hardware Beispiele, und die eben in Vordergrund stellen. Und da könnt ihr alle dazu beitragen, dass das Vorhaben so cool wie möglich zu machen, dass wir eben am Ende so richtig zeigen können, was denn möglich ist auf dieser Ebene. Open Hardware bewerben ist natürlich da ein Kernziel und das ist zum Teil ja schon durchgeklungen. Wir möchten ja gewisser Art und Weise definieren, was Public Interest Tech bzw. Civic Tech im Hardware-Bereich eigentlich ist. Im Software-Bereich gibt es da ja schon viele gute Beispiele. Viele ärgern sich ja gerade mit Log4j rum, was man eher so in den Public Interest Tech-Bereich einordnen könnte, oder Civic Tech, die allseits bekannte Plattform Frag den Staat. Aber genau, was ist es im Bereich Open Hardware? Mit solchen Fragen haben wir uns im Vorfeld auch schon auseinandergesetzt mit zahlreichen total tollen Menschen, die sich schon seit Jahren eben mit der Förderung von Open Hardware auseinandersetzen. Wir haben uns auch mit Fragen der Nachhaltigkeit in Bezug auf die Projekte und den Fund insgesamt ausgetauscht und auch darüber, wie der Prozess an sich ablaufen sollte, also in der Auswahl und der Durchführung sozusagen. Und eben auch mit dieser Frage, was dieses Public Interest Tech im Hardware-Bereich ist. Auch daraus hervorgegangen ist unsere Galerie, die ihr auf unserer Website seht. Da haben wir verschiedene Hardware-Projekte schon mal angefeatured, wo wir der Auffassung sind, dass die sozusagen in die Richtung gehen, die ich jetzt hier angeteasert habe. Insbesondere Projekte zum Bereich Civic Tech findet ihr da, dort aktuell. Das hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Projekte, die ihr dort findet, sind alles Dinge, die uns direkt zugänglich waren, die wir uns selber angucken konnten, die wir ausprobieren konnten. Und ja, wir freuen uns total, wenn ihr uns, eure Beispiele, eure Ideen zusendet, damit das hier auch ein Gemeinschaftsprojekt wird. Denn wir wollen hier keinesfalls das alleine ausfüllen inhaltlich, sondern sehen das auch als Teamwork. Jetzt bleibt mir nichts weiter als mit diesem Aufruf sozusagen zu enden, beziehungsweise das eher als einen Start zu sehen, weil jetzt es eben erst losgeht mit dem ganzen Thema und deswegen ein Let's Go, auch ein Appell an uns selbst. Ja, wenn ihr an irgendwelchen Inhalten interessiert seid, habt ihr hier die Folien, og.de/rc3, und ja, wenn ihr Fragen habt, dann habt ihr jetzt vielleicht über Twitter gestellt und die werden jetzt reingebracht. Ansonsten könnt ihr auch, dafür müsst ihr aber gleich diese Folien hier öffnen, einfach zum CCCP kommen in der RC3 World. Den Link findet ihr dann über unsere Folien, auf der letzten Folie. Genau, vielen Dank erstmal. Und jetzt... Gibt es denn schon Fragen? Genau.
Da war es schon erschöpfend, alles erklärt und jetzt. Jetzt bräuchten wir, glaube ich, Felix. Und ich gucke vielleicht selbst mal auf Twitter. Sorry, pardon. Ich musste kurz gucken, ob es hier jetzt im Pad schon irgendwelche Fragen gibt. Aber klassisches Ding ist, der Computer geht nicht an, wie er soll. Doch, tatsächlich haben wir hier einige Fragen, die sich im Pad angesammelt haben. Die erste Frage war, sorry, könntet ihr mal ganz kurz die Tür zumachen? Es rauscht ein wenig. Erste Frage wäre, welcher EU-Kommissionsbericht ist das, in dem von dem OHAW Next Revolution gesprochen wird? Ich habe drin rumgelesen, aber ich weiß es nicht mehr. Max, weißt du noch? Das ist ein Mikro aus. Ah, okay, sorry. Der ist tatsächlich einfach verlinkt, wenn er die Folien öffnet. Ich habe ja gerade eben den Link gezeigt. Die beiden Bilder sind jeweils verlinkt hier. Und da klickt er dann einfach drauf. Und genau, könnt ihr euch ja dann selber in Ruhe durchlesen. Das findet ihr, glaube ich, dann. Lange Texte sollte man eh besser lesen, als sich irgendwie ansagen lassen im Internet. Die nächste Frage wäre, gibt es in deutschsprachigen Nachbarländern ähnliche Fonds? Ich würde da tatsächlich mal selber entscheiden, nimm mal das deutschsprachig in Klammern, weil vielleicht ist es ja auch in nicht deutschsprachigen Ländern interessant, wenn es da solche Fonds gibt. Also mir ist jetzt nicht einer, sag ich mal, in der Breite bekannt, aber ich weiß, dass es in den Niederlanden einen gibt, der, glaube ich, den Fokus hat auf, ich glaube, auch Health. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Daniel, kannst du da was zu sagen? Also diese Public-Tech-Fund-Geschichten gehen natürlich in so eine Richtung. Ich weiß aber nicht, ob es irgendwas gibt, wo es wirklich dezidiert um Open-Hardware geht. Ich kann noch kurz hier nachreichen, den langen Titel zum Vorlesen. Study about the impact of open source software and hardware on technological independence, competitiveness and innovation in the EU economy. So heißt die Studie und die ist am 6. September 2021 publiziert worden. Also es gibt auf jeden Fall ein Programm in den Niederlanden, die auch Open Hardware darauf ausgerichtet sind, aber halt eben nicht in der Breite sozusagen. Die haben einen sehr klaren Fokus auf einen inhaltlichen Bereich. Genau. Aber ich habe jetzt gerade leider nicht mehr den Titel im Kopf. Den müsste ich jetzt nachrecherchieren. Ja, genau. Also noch mehr Fragen? Hier gibt es auf jeden Fall die Frage noch, habt ihr ein konkretes Beispiel, anhand dessen man sich ein Projekt für den Fonds vorstellen kann? Also wir haben ja über die Galerie auch versucht, schon mal gute Beispiele zu sammeln. Ob die jetzt im Einzelfall in den Kontext so gut reinpassen, ist nochmal eine andere Frage, aber daran kann man sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen orientieren. Jetzt in diesem lokalen Fokus ist natürlich irgendwie spannend, okay, was gibt's denn in der Lausitz und was sind denn Sachen, die irgendwie nicht nur für einen selber interessant sind, sondern auch für ein paar andere Leute und was braucht's dazu, was hilft vielleicht auch offenen Werkstätten, um ihren Job besser zu machen und mehr Leute da reinzuziehen und im nationalen Kontext ist natürlich irgendwie, ist es auf jeden Fall auch noch was, wo wir nachgucken, was sind denn Sachen, die wirklich irgendwie einen großen Impact haben und wo man sagt, oh ja, da ist es wirklich hilfreich, wenn man das mit öffentlicher Förderung dann auch anschiebt, weil auch wirklich letzten Endes sehr viele Leute dann davon profitieren. Hast du noch konkrete Beispiele, Max, die dir einfallen? Naja, wie gesagt, wir haben ja die konkreten Beispiele auf der Galerie extra dafür auch angelegt. Also ich bin immer ein Riesenfan auch vom Thema Mobilität. Da gibt es ja auch schon verschiedene Beispiele. Leider noch nicht so richtig perfekte Open-Hardware-Beispiele. Aus dem Bereich der Elektrotechnik könnte man jetzt alles Mögliche nennen. Also das ist ja eigentlich so der Paradebereich,
Aber ich möchte jetzt auch nicht zu sehr irgendwie einzelne Sachen in den Fokus nehmen, sondern lieber dann diese kleine Breite der Galerie da stehen lassen, damit ja jetzt nicht irgendwie ein falscher Eindruck entsteht. Und was man natürlich dazu sagen muss, es gibt natürlich am Ende auch wieder eine Jury, die darüber dann final entscheiden wird. Die wird natürlich auch mit Kriterien dann ausgestattet sein. So wird der Ablauf sein, genau. Ja, also tatsächlich muss ich gestehen, ist mir persönlich noch eine Frage gekommen, also gerade wenn es darum geht, irgendwie Hardware zu prototypen und man irgendwie im Zweifelsfall ja doch auch darauf angewiesen ist, dass Menschen einem zuliefern, weil man halt nicht immer alles selber machen kann und ist nun ja auch mittlerweile bekannt ist, dass es gelegentlich so Lieferschwierigkeiten gibt und gerade so im Hardware-Bereich, das ja auch irgendwie ein wirkliches Thema ist, habt ihr irgendwie auf dem Schirm, dadurch, dass der Prototype Hunt ja klassisch eigentlich irgendwie so auf ein halbes Jahr begrenzt ist, wie das irgendwie so, ob das einen Impact hat und wenn ja, wie man das irgendwie berücksichtigen kann, wenn man eine beschränkte Projektlaufzeit hat, aber irgendwie auf Hardwarezulieferungen aus ja, China angewiesen ist? Ja, ach, ich glaube, irgendwie ist Elektronik halt so ein starkes Beispiel, aber ich denke auch, es gibt auch ganz tolle andere Geschichten, die Hardware sind und Open Hardware sein können. Das heißt, irgendwie das ein bisschen mitzudenken, macht auf jeden Fall Sinn. Was mich umgekehrt noch interessiert, Felix, ist beim X-Sign selber, weil wir wollen ja irgendwie auch mit Werkstätten zusammenarbeiten, so wäre das auch ein Ort, wo ihr Leute willkommen heißen würdet, um in dem Kontext ein Team zu bilden? Definitiv. Also ich sag mal so, mir persönlich fällt jetzt nicht gerade ein Projekt ein, was ich irgendwie als Antrag einreichen würde. Aber was mich natürlich total freuen würde, ist, wenn wir es irgendwie hinkriegen, den X-Sign quasi als Prototype Fund Hardware Lab zu machen. Wenn ihr irgendwie Leute habt, die ihr fördert mit vernünftiger Hardware und die brauchen halt ein Labor, wo gerade im Elektronikbereich oder 3D-Druck oder ähnlichem Prototyping nötig ist. Wir haben den ganzen Kram hier. Insofern unterstützen wir sowieso gerne Open-Source-Projekte. Insofern sollten wir da unbedingt nochmal reden, weil ja, wir sind Jugendhackler. Warum auch nicht Prototype Fund Hardware Lab? Ne? Also das kann man alles hier machen. Wir haben eigentlich fast alles da, was man brauchen kann. Vielleicht noch kurz ergänzend zu deiner Frage, Felix. Also wir hatten ja gesagt, oder ich hatte gesagt, dass es vor allem um die Dokumentation geht am Ende. Das heißt, man ist jetzt nicht total davon abhängig, wenn das der Prototyp vielleicht nicht in der Zeit wirklich baubar ist sozusagen oder erprobbar ist. Das Wichtige ist halt, dass das Wissen sozusagen, was dafür nötig ist, um das, was da ist, zu reproduzieren, dass das eben gut aufbereitet ist. Also da liegt wirklich der Fokus drauf, weil Dokumentation ist so eine Sache. Es gibt so viele coole, sag ich mal, gewollte Open-Source-Projekte, Open-Source-Hardware-Projekte im Netz, aber die sind leider oft eben alles andere als Open-Source. Und da es liegt halt eben oft daran, dass die Dokumentation halt einfach nicht besonders gut ist. Und deswegen liegt da eben der Fokus drauf. Ja, ich gestehe, ne, das Thema Dokumentation ist immer irgendwie schwierig. Man baut lieber seinen Prototyp und probiert den aus, als irgendwie aufzuschreiben, was man gemacht hat und was funktioniert hat und was nicht. Ja, kann ich verstehen. Hier ist noch eine weitere Frage mittlerweile aufgetaucht, sehr konkret. Ich habe da eine Idee für kleine Windkraftanlagen. Wäre das etwas für den Prototype für Hardware Fund? Prinzipiell, ja. Ja. Es gibt da auch schon ein cooles Projekt. Rudi, das Windrad-Kollektiv, ich bin mir nicht sicher, aber da haben wir auch einen Prototypen schon rumstehen. Das ist da schon sehr ratsam, sich mit denen erstmal auszutauschen, weil die haben die Erfahrung gemacht, die sind auch wirklich im Windbusiness sozusagen, auch privat oder beziehungsweise halt in ihrer Erwerbsarbeit und die sehen halt so Kleinwindkraftwerke als nicht so richtig als sinnvolle Energiegewinnungsmethode, raten da sehr eher auf Sonnenenergie umzusteigen. Aber prinzipiell ist es ein total cooles Beispiel dafür, ja. Im Einzelnen ist dann halt zu gucken, wie die Umsetzung dann ist und ja, was davon so schon existiert.
Ich hätte noch einen Punkt, der jetzt nicht unbedingt in die Kriterien reingehört, aber das, was ich vorhin mit Co-Design angesprochen habe, es macht total Sinn, wenn man irgendwas entwickelt und da eine Nutzergruppe im Sinn hat, sich mit denen auch schon frühzeitig in Verbindung zu setzen und die auch mitzudenken, damit man nicht so an der Sache vorbei entwickelt, sondern irgendwie in ganz konkreten Zusammenhängen für Leute, die das auch gebrauchen können. Ja, in Anbetracht der uns mittlerweile eigentlich abgelaufenen Zeit, die wir vorgesehen haben, würde ich jetzt einfach noch die abschließende Frage stellen, bevor ich mich dann von euch verabschiede. Wenn man mehr erfahren will, wo sollte man sich am besten hinwenden? Habt ihr irgendwie eine E-Mail-Adresse, an die man sich wendet? Genau, ihr findet die ganzen Kontaktinformationen über die Website hardware.prototypefund.de oder genau über Twitter. Und ich glaube, das wird leicht zu finden sein. Und ansonsten habe ich gerade missgeredet, nicht Rudi Windrad-Kollektiv, sondern Ernie. Alles klar. Dann danke euch beiden, dass ihr noch die Zeit gefunden habt, uns ein bisschen was zu erzählen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.